Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lernvideo aus dem Bereich der Kombinatorik. Damit möchten wir heute beginnen. Es wird insgesamt fünf Kapitel geben. Wir beginnen hier mit dem ersten Kapitel, das allgemeine Zählprinzip. Nun, was ist Kombinatorik? Da geht es darum, rechnerisch zu bestimmen, wie viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten gibt es eigentlich. Machen wir ein Beispiel. Jemand möchte seinen Geburtstag feiern, geht ins Restaurant. Beim Menü hat er die Auswahl zwischen drei Vorspeisen, vier Hauptgängen und zwei Desserts. Dann gucken wir uns mal an, was er da alles kombinieren kann. Wir starten mit der Vorspeise, ist ja klar, denke ich, drei Stück. Anschließend bei jeder Vorspeise die Möglichkeit, jeweils vier Hauptgänge zu kombinieren. Bei Vorspeise 1, 2 und natürlich auch 3. Jetzt habe ich natürlich auch die Möglichkeit, hier Vorspeise 1, Hauptspeise 1, noch ein Dessert dazu zu wählen und zwei zur Auswahl. Das ergibt dann folgendes Bild. Wenn ich alles zusammen runterrechne, habe ich hier insgesamt jetzt gerechnet Anzahl an Menüs, drei Vorspeisen mal diese vier Hauptspeisen jeweils und mal jeweils zwei Desserts. Ergibt insgesamt 24. Kontrollieren wir mal, ob es stimmt. Wir schreiben mal hinter jede Möglichkeit, was jeweils vorliegt. In dem Fall habe ich Vorspeise 1, Hauptspeise 1, Dessert 1 entlang dieses Pfades. Beim nächsten entsprechend natürlich Vorspeise 1, Hauptspeise 1, Dessert 2 und so weiter bis runter. Wenn ich diese jetzt alle zusammenzähle, habe ich genau 24 verschiedene Menüs. Man wäre das in der Mathematik, wenn man nicht noch so ein neues Wort kennenlernen würde. Wenn ich jetzt eins rausziehe von diesen Kombinationsmöglichkeiten, hier drei Stück, das nennt man ein sogenanntes Dreitubel. Dazu kommen wir später nochmal. Machen wir noch ein zweites Beispiel. Schülerin fährt einen Kurzurlaub. Sie hat in ihrer Tasche zwei Hosen, drei Tops, zwei Paar Schuhe dabei. Gleiches Bild nochmal. Frage, die sich natürlich stellt: Wie viele Outfits kann sie zusammenstellen? Wir gehen mal davon aus, alles passt. Auch farblich. Wir beginnen mit den Hosen. Zwei Stück. Zu jeder Hose kann ich jeweils drei Tops kombinieren und nochmal zu jeder Hose Top-Kombination jeweils zwei Paar Schuhe. Entsprechend gibt es die Anzahl aller Outfits zu 2 mal 3 mal 2. Insgesamt also 12 Stück. Fassen wir zusammen. Beim allgemeinen Zählprinzip wird die Gesamtanzahl von allen Kombinationen gemäß folgender Formel berechnet. N1 in unserem Fall, bei dem Menü war es die Vorspeise, bei den Outfits war es entsprechend die Hosen. N2 Hauptspeise, Tops und so weiter. Wenn ich jetzt noch betrachte, wie viele verschiedene Kombinationen zusammengefasst werden, in dem Fall K mal, bei uns waren es jeweils drei dieser einzelnen Posten. Sagt man dazu auch, es gibt n gesamt verschiedene K-Tupel. Bei uns war das im Beispiel 1, waren es 24 verschiedene 3-Tupels von Menüs und im Beispiel 2 waren es 12 verschiedene 3-Tupel von Menüs. Das Ganze wie immer abschreiben. Ich wünsche viel Spaß dabei. Bis dann. Tschüss.